Servus Leute und grüß euch. Willkommen zur nächsten Folge von Maneater. Ja, wie ich die vorige Folge gesehen habe, haben wir ja den Alligator gekillt. Haben auch zwei Jäger gekillt. Und ja, ich will nur noch sagen, uns freut es extrem, dass ihr die Videos anschaut. Macht's weiter so. Würden uns extrem freuen und wünsche euch mal viel Spaß. Wir machen jetzt aber weiter. Gehen wir mal da rein. Die Bereitschaft der Haie, das Meer von verschiedensten Abfällen zu befreien, ist eine ihrer wertvollsten Funktionen. So, dann werden wir gleich schauen, wo wir jetzt hinmachen, weil irgendwann müssen wir gegen den Bidi kämpfen. Schauen wir schnell auf die Karte. Ich bin da, dann schwimmen wir mal da hoch. Haifisch, Mago. Ja. Männer. Sri Lanka importiert und ihn zur Bewachung ihrer Gemeinde ausgebildet? Nice. Wahrscheinlich nicht. Aber die Geschichte ist spannender, wenn wir es behaupten. So, jetzt machen wir geradeaus runter. Machen die auch gleich. So, und natürlich geht es hier darum, Leben zu retten, aber auch darum, die Einnahmen aus der Touristikbranche zu sichern. Luft schnappen. Was haben wir denn noch? Wir müssen noch zwei. So, sind wir da zufällig beim Barracuda? Ah, der ist auf der anderen Seite. Jetzt haben wir vergessen zu schauen. Ah, ich bin richtig. Der Bullenhai ist ein Tier mit breit gefächerten Nahrungsgewohnheiten. Still und leise endet auch diese Kopfgeldjagd. Schauen, dass wir so schnell wie möglich groß werden. Von die Golden gerät 12 Menschen, ach Gott. Jetzt
Bis jetzt. Bin jetzt zu blöd dazu. Na, ja, geht nicht. Halt so. Haifischjäger jagen aus demselben Grund wie wir alle. Um die innere Leere zu füllen. Noch ein. Nächste Kiste, perfekt. Manchmal müssen auch Haie genug Masse aufbauen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Es ist eine weitere erfolglose Haifischjagd für die Menschen in Port Clovis. Konserviert, gesalzen oder roh, Königsmakrelen sind nach wie vor ein Grundnahrungsmittel auf amerikanischen Fischen. Schmeckt halt gut. So, jetzt geht's weiter. Ein Hormoncocktail wird an das Gehirn des Hais weitergeleitet. Somit realisiert sie, dass eine potenzielle Mahlzeit in der Nähe ist. Nix nicht mit den Haifischen. Brauchen wir noch 4.
Und jetzt haben wir die Mission auch gleich fertig. Bringt eine Königsmakrele so in Stimmung wie das Beobachten eines 73-Jährigen, wie er ein Double Bogey schlägt. Dass sie die Gewässer vor Baton Tordou als Laichplatz gewählt haben, zeugt von ihrer Liebe zum Seniorengold. So, ihr geboren. Ja, da geht's runter. Perfekt. Und? Wieder unterwegs. Begnügt sich oft damit, von allen möglichen auf den Meeresgrund gesunkenen Abfällen zu naschen. So, mal schauen, wo es jetzt hingeht. Nein. Wir probieren sie mal, wenn wir richtig sind. Kommst du jetzt her zu mir? Irgendwo geben. Ich sehe keine. Dann können wir noch eine kurze Schnellreise. Die Grotte ermöglicht eine kurze Erholung vom Sturm und Drang des Golfs. Dann raus, zurück, fertig. Ich bin mir richtig, ich muss immer auf die Karte schauen, weil... jetzt. Upsala, ich muss wieder zurück. Das war ein bisschen zu weit. Sieh das immer hast da. So, Erwin. Ich glaube da rein. Kann das sein? Ja. Und fressen. Es ist zwar nur ein schwacher Kurs, aber die Königsmakrele kann mit dem Wissen davonscheiden, dass ihre Population gesund und stabil ist. Stück.
Hi, nehmen wir mal den. Und zack. Wer nach Einnahme dieses Medikaments einen Priapismus hat, sollte trotzdem davon absehen, bei sich selbst einen Aderlass vorzunehmen. Ja, ist da oben, den machen wir noch, den Spitzenbohr-Editor. Und schwimmen wir mal da hoch. Ganz gemütlich und ein bisschen fressen. Das hungrige Raubtier empfindet den Wels als knusprig, saftig und zart. So, 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 so. Ja, Leute, wenn ihr noch andere Vorschläge für ein anderes Spiel habt, wenn das Projekt fertig ist, einfach bitte reinschreiben in die Kommentare, wenn ihr gern sehen wollt. Ja, und Leute, mir hat es extrem gefallen. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Kommentar da. Auch gerne ein Abo, würde uns sehr freuen. Die Folge ist leider schon wieder vorbei. Sage mal Servus, bis zum nächsten Mal.